Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen auf Shorties Astrobase. Es ist wieder Planetensaison. Seit circa Juli sind Jupiter und Saturn wieder schön am Nachthimmel zu sehen. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo mein Maxutov wieder zum Einsatz kommt, nämlich um genau die beiden zu fotografieren. Und ich hoffe mal, dieses Jahr kommen noch ein oder zwei mehr Planeten dazu. Schauen wir mal. Ich hatte ja meine ASI 120MC in Rente geschickt. Das hatte ich ja in einem Video schon gesagt. Und die Nachfolgekamera ist da die ASI 462MC. Und damit werde ich ein paar Aufnahmen machen und ich hoffe mal, dass diese wesentlich besser werden wie die mit der 120MC. Das Ganze mache ich natürlich auch mit einer Zweifach-Barlow-Linse. Und was ich mir hier zu dieser Kamera noch geholt habe, ist ein UV-IR-Cut-Filter. Der hier ist von SV Boni, kam plus 20 Euro bzw. 22 Euro glaube ich. Und damit sollen bei den Planeten ein paar mehr Details zum Vorschein kommen als ohne Filter. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ich gehe jetzt nach draußen, schnapp mir meinen Maxutov und auf geht's. Und wir sehen uns dann zu den Ergebnissen. Das erste Bild hier von Jupiter bzw. das erste Video ist ohne den UV-IR-Cut-Filter entstanden. Und ich fand das Ergebnis tatsächlich gar nicht schlecht, auch von den Farben her. Aber das Ganze war mir ein bisschen zu verwaschen und ich musste es etwas zu stark schärfen. Alle nachfolgenden Aufnahmen von Jupiter hier sind jetzt mit dem Filter entstanden und die Farben wirken allgemein etwas neutraler und ich musste das Ganze auch nicht so stark nachschärfen wie das Bild, was ohne Filter gemacht wurde. Bei dieser Aufnahme hier konnte ich einen Io-Transit aufnehmen. Io hat auch schön seinen Schatten auf Jupiter geworfen, da gab es also auch eine schöne Sonnenfinsternis. Und circa eine Stunde später, nachdem diese Aufnahme entstanden ist, gab es auf Jupiter einen Impact, das heißt, da ist ein Objekt eingeschlagen und es gab einen schönen Lichtblitz zu beobachten. Ich konnte das leider nicht aufnehmen, weil ich vorher die Aufnahme abbrechen musste, weil Jupiter hinter den Wolken verschwunden ist, habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert. Wäre sicherlich schön gewesen, aber naja, kann man nichts machen. Und der zweite Planet, den ich aufgenommen habe, war natürlich Saturn. Auch hier ist die erste Aufnahme ohne den UVIR-Cut-Filter und die zweite Aufnahme ist dann mit Filter. Bei Saturn macht das Ganze allerdings nicht einen so großen Unterschied.
Und natürlich war das Seeing hier auch nicht genau gleich, aber beide Aufnahmen sind trotzdem super geworden. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich schon mal von euch. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Oder wenn ihr mit mir über meine Astrofotografie diskutieren wollt. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram einen Follow dalassen. Auch da gibt es regelmäßig Bilder von mir. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.